Manfred Weber hat davor gewarnt, Klimaschutz zu Lasten der Ärmeren zu betreiben. Der Spitzenkandidat der konservativen EVP bei der Europawahl sagte, die Proteste der Gelbwesten in Frankreich zeigen, welche Sorgen die Menschen haben. Der CSU-Politiker will daraus lernen, auch wegen der Ansteckungsgefahr. Mein Europa gibt Sicherheit und denkt an Morgen. Dann ist das, glaube ich, eine der großen Fragen, vor denen Europa steht. Ein geerdetes Europa, vernünftiges Europa, nah an den Menschen. Das muss unser Europa sein. Die französischen Gelbwesten hatten zunächst als Protest gegen geplante höhere Steuern auf fossile Kraftstoffe begonnen. Von Präsident Emmanuel Macron zur Finanzierung und Durchsetzung der Energiewende in Frankreich gedacht. Das gehe nur, wenn man die Bevölkerung mitnehme, so Weber. Der Klimaschutz sei ein wichtiges Ziel. Die Politik müsse darauf achten, dass nicht die sozial Schwächeren den Preis zahlten. Die europäische Industrie, die Arbeitnehmer und die Gesellschaft müssten Schritt halten können mit den Veränderungen. Möglicher Denkanstoß für den Europapolitiker: Seit dem vergangenen Dezember ist die Gelbwestenbewegung über die französisch-belgische Grenze geschwappt und in Brüssel angekommen. Die Union in Deutschland ringt Medienberichten zufolge um neue Wege im Klimaschutz. So rechnet das CDU-geführte Wirtschaftsministerium demnach offenbar mit einer Abgabe auf den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid. Union und SPD seien sich aber einig, dass die dadurch eingenommenen Gelder den Bürgern auf anderem Wege wieder zurückgegeben werden sollten. Zugleich mit der Verteuerung fossiler Brennstoffe könnten etwa Strom aus erneuerbaren Energien verbilligt und ein sozialer Ausgleich für besonders Betroffene geschaffen werden.